Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Und ich freue mich, dass wir heute den ehemaligen Athletiktrainer des THW Kiel und des aktuellen Athletiktrainers von den Handballern von Kolstadt begrüßen darf. Herzlich willkommen, Ole Wicken. Hallo, freut mich hier zu sein bei euch. Da muss ich gleich eingreifen hier, Athletiktrainer. Da geht dir doch schon wieder das Messer in der Tasche auf hier, Athletiktrainer. Ole, du bist Krafttrainer, oder? Naja, das ist ein großes Begriff. Athletik, Kraft. Ich sehe mich als ein bisschen von beiden. Und Fitnesstrainer bist du auch noch. Nee, das ist nicht mein Ding. Oles Spitzname war immer Fitnesshorst. Da hat er sich immer sehr gefreut. Das war dein Spitzname. Das war, ja, du hast ich habe dich immer so genannt. Ja, Ole der Fitness. Warum würde Fitness, ist für dich eher so eine Lifestyle-Thematik oder warum möchtest du nicht Fitness-Coach genannt werden? Das ist mehr so Jane Fonda für mich. Okay. Also, wie hieß es zu DDR-Zeiten? Tanzen nach Noten oder irgendwie sowas? Ne? Das ist eher so rhythmische Sportgymnastik, ja? Ja, so DDR-Zeiten Körperkulturistik. Oh, sehr gut. Ah, siehst du? Yes. Da weiß er wieder mehr als du. Ja, sehr gut. Ole, du warst 2008 bis 2011 Trainer oder Krafttrainer beim THW Kiel. Wie kam es dazu? Oh, das war eigentlich durch Zufälle. So, meine Frau Nathalie, die hatte immer Interesse von Handball. Ich habe kein Interesse von Handball gehabt vor 2005, glaube ich. Habe ich Pete Pedersen kennengelernt. Seine Tochter Marte ging in die gleiche Klasse wie mein jüngster Sohn Julian. Und ich war Fußballtrainer für die beiden. Und ich habe die Mannschaft von der Trainer wurde krank und ich habe die Mannschaft übernommen und da waren wir Letzter in unserer Staffel da. Und dann nach ein halbes Jahr waren wir eins. Und dann meinte Peter, wenn du so gut mit Kindern umgehen kannst, kannst du bestimmt auch mit den Handballern von THW mitmachen. So, der hat mich eingeladen zum Training und dann war ich ein halbes Jahr dabei und habe zugeguckt, wo die Peter war der Co-Trainer, aber hat auch die Athletik gemacht. Oh, in Mare in Schönkirchen, kennt ihr beiden noch. Und da habe ich Bodyfit. Ja, genau. Und da habe ich eine Stelle bekommen als Physiotherapeut. Ich bin Physiotherapeuten, also gelernter Physiotherapeut aus Berlin. Da habe ich meine Frau auch kennengelernt. So, ich hatte ein bisschen Erfahrung mit Reha-Training, mit Krafttraining, mit Fitnesstraining. So, dadurch kam ich rein dann. Durch Zufall. Ja, und dann ab 2007 wurde es ein bisschen mehr. Und dann hat Alfred angefangen und dann hat Pitti mich vorgestellt. Und Stefan Löwgren war auch damals ein bisschen mit im Spiel und Casey. Und die haben gesagt, der Ole, der kann das ganz gut. Und dann durfte ich mit ins Trainingslager und dann wurde ich eingestellt. Ja, genau, so war das. Okay, wo siehst du den größten Unterschied oder Parallelen? Du hast jetzt vom Kindertraining gesprochen und einer Mannschaft, die Handball-Bundesliga spielt. Gibt es da Parallelen oder große Unterschiede? Man muss die motivieren und stimulieren, so wie Kinder. Und wenn man das macht auf eine bisschen lustige Art und ein bisschen interessante Art, dann gehen die Spieler mit. Das muss ein bisschen Spaß sein, so wie alles. Muss ein bisschen Spaß sein. Man muss Wettkämpfe, man muss es aber einfach machen, auch nicht so komplizierte Sachen, sondern man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern die guten klassischen Übungen den Jungs vorstellen und ein bisschen zurechtlegen. Jeder ist ein bisschen anders. Manche können so und manche können so und dann klappt das schon.
Du warst ja auch Co-Trainer unter Alfred. Was konntest du ihm noch beibringen oder hat er dir da was beigebracht? Handballtechnisch? Handballtechnisch weniger. Aber ich weiß noch, wo ich mein, weißt du noch, ich habe meine C-Lizenz gemacht, Handball-C-Lizenz. Wegen Alfred hat gesagt, du musst ein bisschen mehr von Handball auch lernen. Und dann habe ich mich angemeldet und da habe die C-Lizenz gemacht, Handball-C-Lizenz. Und dann kam ich so zurück und dann wollte du bestimmt, du wolltest immer wissen, was hast du gelernt, was hast du gelernt. Und da wolltest du immer, dass ich in die Deckung gehe. Wenn einer gefehlt hat, Ole kann rein, hast du immer gesagt. Und dann auf mich drauf die ganze Zeit, bis ich, einmal den Finger in ein Auge von Narziss gehauen habe. Dann hat Alfred gesagt, nee, reicht der Scheiß, geh raus da. Kannst du das vorstellen, wenn der Markus Alm stelle ich mal hier bei Ole zwischen 1 und 2. Dann. Ja, Ole, also Spaß gemacht. Handball und Fußball war nicht so dein Ding so. Das war auch nicht dein Ding. Was? Fußball. Endlich mal einer, der sagt. Fußball war dein Ding, aber Fußball war nicht dein Ding. Aha. Ole, jetzt haben wir über 12 Podcasts haben wir jetzt gesagt, wie guter Fußballer ich bin und jetzt zerschmetterst du hier alles. Na, du warst ein bisschen wie Titi Umayer. Du standst immer vorne. Nein, du standst immer hinten. Abwehr hast du gemacht. Und hast siehst die du, Bälle. Wenn du das nicht mehr weißt, ich war überall. Ja, okay, das kann auch sein, ja. Unglaublich. Sehr unauffällig, ne? Ja, also, ja. Ole, wenn du sagst ja, du hast ja verschiedene Qualifikationen, ich sage jetzt mal aus dem Kraftsport und auch aus dem medizinischen Bereich, wo war deine Hauptaufgabe oder vielleicht anders gefragt, wie wichtig waren beide Qualifikationen, um, ich sag mal, das Training auch so zu gestalten, weil bei manchen ist es ja vielleicht im Vorfeld der Saison Kraftaufbau und dann während der Saison geht es ja darum, eher zu halten. Bei manchen ist es so, dass sie eher therapeutische Dinge, wo war dein Hauptaugenmerk? Also ich benutze immer so ein rot, gelb und grünes Licht. Wenn das grün ist von den Physiotherapeuten, dann übernehme ich. So, ich bin nicht so im Reha-Bereich. Das kann ich vom Physiotherapeut, ich bin auch Physiotherapeut, aber ich, wenn die Spieler gesund sind, dann übernehme ich. Und ja, unterschiedlich, bei THW haben wir immer Kraft meistens zweimal die Woche gemacht, regelmäßig und bestimmt, also immer nach dem Spiel, Tag nach dem Spiel und 3 Tage vorm Spiel. Jeder Spieler hat seine Übungen von mir bekommen. Ich bin immer mitgereist, also um Auswärtsspielen auch. Und dann konnte ich immer planen im Bus, wenn wir zurückgefahren, dann wusste ich, wer wie lange gespielt hat. Zum Beispiel Christian, wenn er 60 Minuten gespielt hat, dann kann er nicht das Gleiche machen wie einer, der nicht gespielt hat. So, ich habe die Pläne immer. Ich habe doch immer Vollgas gegeben. Ja, du hast immer Vollgas. Du wolltest immer mehr machen. Aber man muss. Ich habe auch nie 60 Minuten gespielt. Nein, aber das war nur ein Beispiel. Aber einer, zum Beispiel Markus Alm, der hat immer viel gespielt. Der hat meistens 60 Minuten gespielt. Er war wie ein Diesel-Lokomotive da hin und her, hin und her, hin und her. Und, aber der wollte, trotzdem wollte er seine Kraftübungen machen und wir haben immer gemacht, aber die Spieler haben unterschiedlich viel gemacht. Also ein Spieler vielleicht hat 4 Übungen gemacht und ein anderer, der wenig gespielt hat, zum Beispiel 8 Übungen gemacht. Also finde ich schon mal super, dass du das individualisierst, vor allem was Spielzeiten angeht, dass man das anpasst entsprechend. Waren die Übungen dann alle, ich sag mal, pauschal oder hast du die auch individualisiert und wo war da dein Schwerpunkt und dein Fokus? Henning, du nimmst mir jetzt hier alle Fragen weg. Ich kann jetzt gar nichts mehr fragen. Also du bist ja. Ich möchte jetzt meine Fragen beantwortet haben und dann kommst du dran. Ja, also zum Beispiel Christian, wenn man ihn als Beispiel nimmt. Dann er war powerful, also hat viel Kraft und ihm musste man schon auf diese Art stimulieren. Nicht viele Wiederholungen, sondern schwer und 4 bis 5 Wiederholungen. Meistens 6 bis 7, 8 Übungen. Er konnte viel ab.
Und ein Philipp Jicher, der wollte nur so viel machen wie, wie so nötig. Viel wie nötig, so wenig wie möglich hat er gemacht. Aber das hat ihm auch gereicht. Er war Profi, er wusste, ich brauche meine 5 Übungen und die hat er auch gemacht, regelmäßig. Und Momir Ilic oder Christian Seitz, die wollten immer mehr machen. Und die musste man schon bremsen ein bisschen und sagen, okay, jetzt reicht's. Bist du da sicher? Ja. So, das war immer unterschiedlich. Ja, also du hast ja 2007, 2008 hast du dann für den Putti quasi übernommen, die Krafteinheiten. Wie war das damals, als du gekommen bist? Wie sah so ein Krafttraining aus beim THW Kiel? Ja, wo ich übernommen habe oder vorher? Vorher. Das war in Ordnung. Das Putti hat seine... wie heißt das? Er hat zwar so ein, wie so ein rotes und grünes Licht, weiß ich noch. Da. Ich habe da diese Zirkel-Kraftkreis gemacht. Das haben wir auch weitergeführt. Also Alfred wollte auch das haben, so das haben wir auch gemacht. Aber individuell habt ihr nicht so viel gemacht, glaube ich, damals. Also ich habe so das Gefühl gehabt, jeder macht so sein Ding quasi im Kraftraum. Ja, aber das war üblich damals. Ich glaube, ich war der erste angestellte Fitnesstrainer oder Krafttrainer in der Bundesliga. Also es gab keinen Athletiktrainer. Wetzlar kam nach uns, weiß ich. Der Athletiktrainer von Wetzlar war bei uns und hat zugeguckt oder hat mitgemacht bei uns eine Weile. Und als zweiter Club, glaube ich, kam Wetzlar. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich war der erste angestellte Athletiktrainer in der Bundesliga. Ja, das habe ich jetzt auch auf dem Zettel hier stehen. Also ich glaube, wir waren anderen Mannschaften im Krafttraining einen Schritt voraus. Und das hat uns auch, glaube ich, viel gebracht, was das Spiel anbetrifft. Ja, aber wir hatten noch die besten Spieler. Ja, aber trotzdem, was bringen die besten Spieler, wenn sie immer verletzt sind? Also wir haben ja schon so trainiert, dass wir körperlich fit sind und auch alle 3 Tage spielen konnten. Das stimmt. Und das kannst du ja nicht, wenn du kein Krafttraining machst oder also, wenn du nur spielst, irgendwann geht's ja runter von der Qualität oder von der Leistung. Genau. Aber das war so Alfreds Devise auch. Der wollte immer, Alfred war immer ein großer, er hat viel geglaubt dann an Krafttraining, regelmäßig Krafttraining, und das wollte Alfred Gislason immer machen. Und das, die Isländer, die sind ein bisschen wie die Skandinavier, die stehen drauf auf dieses Krafttraining, regelmäßiges Krafttraining. Du hast dann auch immer, jeder Spieler hat seine eigene Übung bekommen? Ja, du, meinst du Namen, oder? Namen, ja genau, einen eigenen Namen für die Kraft. Ja, ja. Für die. Es gab einen Reverse Christian, weißt du noch? Ja, und das was gab es noch? Markus Drücken hat es nur noch? Markus Drücken und es gab Tobi Rudern von Tobias Reichmann. Genau. Und Markus Drücken, das war von Markus Alm, Schulterdrücken Langhantel. Mit Langhanteln, genau, und da stand ich hinten und habe ihm so seitlich reingehauen. Seitlich rechts, seitlich rechts, links, genau, bam, bam. Echt, klar. Und da hatte Markus mit 80 Kilo, der konnte stehen mit 80 Kilo über dem Kopf, stabil und hat sich keinen Millimeter bewegt, wenn du ihn reingehauen hast. Gestreckte Arme, der mit 80 Arm Kilo über Kopf und über du schlägst ihm in die Seite. Genau, und dann schläge ich ihn in die Seiten rein. Das war, okay, Milutin Dragicevic, der stand mit 100 Kilo. Okay, also ja, ich versuche mich ja da auch ein bisschen zu bewegen in dem Bereich. Also deswegen, ich glaube, mein Rekord, jetzt will ich mal ein bisschen angeben, glaube ich, bei 72. Aber das habe ich kurz gehalten und dann wieder runter, aber da hat mir keiner an die Seiten geschlagen. Ne? Aber Markus brauchte das halt auch für die Kreisläuferposition. Bitte? Markus brauchte das auch, die Schläge von der Seite, für die Kreisläuferposition. Er war stabil, also er war wie ein Gladiator. Hm. Und es gab auch noch Winczek-Klimmzüge, oder? Winczek? Winczek-Klimmzüge gab es noch.
Nee, das war dein, das hast du erfunden. Ah, okay. Das war dein Ellenbogen. Patrick Winschek. Warum konnte die nicht so gut, oder? Ich habe mit Patrick gesprochen. Vor zwei Wochen waren wir, vor einer, gut einer Woche waren wir in Kiel, haben mit einem Tor verloren, leider. Aber Patrick ist immer. Wir wollten dich nicht drauf ansprechen. Nee, aber das war wie ohne Magnus Röhr, das war ohne Jöran Johannessen und das war die letzten 8 Minuten ohne Sandro Sargussen. Kannst du dich noch erinnern, wer der faulste Spieler beim THW Kiel war? Das Wort faul und THW gehört nicht zusammen. Das stimmt, aber es gab halt Spieler, die im Kraftraum ein bisschen weniger gemacht haben. Nicht weniger, aber so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Die waren, also die THW-Spieler, die waren immer heiß drauf. Also die wollten immer trainieren, aber ein paar von denen wollten nicht so viel wie du machen. Aber zum Beispiel Philipp Jicher dann, der hat so viel wie nötig, so wenig wie möglich gemacht. Und der war richtig, er hatte seine 5 Übungen, die weiß ich noch auswendig. Das war Klimmzüge, das war Dips, das war Umsetzen, das war Bankdrücken und das war Kniebeugen. Ja. Die hat er immer gemacht. 3x5, bam, bam, bam. 45 also ich kann Minuten. Mich noch einen Namen erinnern, Daniel Narcisse. Ja, also, ja, ich glaub, aber der war, der, was sollst du sagen? Er war ja, also genau, also der hat ja der stand nur da, hat noch mit Titi gequatscht die ganze Zeit, hat mit seinem Deuserband so ein bisschen gespielt, ja. Aber wenn er rausgegangen ist, der hat die Gewichte nur angeguckt und dann war der Körper wie makellos quasi. Also wer ja. So eine Körpertäuschung kann, ja. Der braucht auch keine Gewichte. Ja, aber der hat auch immer 3 Übungen gemacht. Wie die Franzosen. Die Franzosen haben ihre eigene 3 Übungen. Die machen die immer. Das sind Bankdrücken, das ist vorgebeugtes Rudern mit Bruststützer. Wurde mit Langhantel vorgebeugt, ja. Aber Rudern, also vorgebeugtes Rudern mit Langhantel, da haben die immer schwer gemacht. Also wenn die 100 Kilo im Bankdrücken gemacht haben, die meistens auch 90 bis 100 Kilo 1:1 im vorgebeugtes Rudern gemacht. Und dann haben die Step-Ups gemacht auf so ein Brett, so ein 30 bis 40 Zentimeter hoch, vielleicht 45 Zentimeter hohe Step-Ups. Ich weiß nicht, wie die heißen auf Step-Ups. Du kennst die Übung, Christian. Boxen, ne? Schon mal gehört. Ja, wo du einbeinig stehst. Das ist eine unilaterale Übung. Wo du kommst hoch und bam, stehst da und ein Bein ist gestreckt und der andere ist gebeugt nach oben und du hast die Langhanteln hinten drauf. Und da weiß ich, die haben die bis zu 140, 150, 160 Kilo gemacht. Acambré hat mit, glaube ich, 230 die Übung gemacht. Okay, also musst du die Übung nochmal erklären, einbeinig auf der Box? Ja, du kennst also Step-Up auf so ein Step-Brett. So, du weißt, dieser Steppkasten, diese Kasten da stehen immer. Und darauf... Zeige ich dir später, wie das geht, Henning. Dann einbeinig, also man macht doch immer als Handballer zweibeinig und einbeinige Übungen. Das war eine einbeinige Übung. Also unilateral, entweder rechts oder links, immer abwechselnd, rechts, links. Mumin Ilic war auch sehr gut bei dieser Übung. Der hat auch bis zu 180 Kilo gemacht beim Einbeinen, diese Step-Ups. Okay. Aber die 3 Übungen haben die Franzosen immer gemacht. Und sogar Titi Omayer hat die gut gemacht. Aber Daniel Narcisse hat nur seine 3 Übungen gemacht und dann war es das. Dann hat er Dann haben wir Müllermilch getrunken. Ja, Müllermilch getrunken und Marco Wuhin hat dann sein Käffchen. Das war das Wichtigste immer. Aber das hat uns auch nach vorne gebracht, nach dem Krafttraining noch zusammenzusitzen ein bisschen zu quatschen. Ne? Eben, vor dem Krafttraining und nach dem Krafttraining. Ja. Wir kamen Dass nicht jeder so gleich abhaut, sondern dass so ein bisschen die Gemeinschaft gefördert wird und da ein bisschen Blödsinn geredet wurde. Das war sowieso bei THW, also diese Kabine da in Russe und mit Essen jeden Donnerstag und jeder hat nach dem Training saßen wir immer da. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal eine Stunde. Es gab Leute, die weniger, also ein bisschen kürzer, aber es gab die Jungs haben immer
nach dem Training zusammengesessen. Das fehlt ein bisschen. Ja, Kolster, die haben versucht, diese Umkleidekultur zu bekommen, dass man in die Umkleide bestimmt eine halbe Stunde vor Training und dass die Jungs auch, die machen auch so ein soziales Geschichte da, was die sitzen da und haben so ein Rad, was die drehen und machen Spielchen da drin und bei Kolster haben wir das. Ein bisschen wie THW damals. Ja, dann bist du gegangen nach 2011 nach Norwegen zurück. Genau. Weil der THW dich nicht mehr bezahlen konnte? Nein, das war... Wie ging es dann weiter für dich? Dann bin ich nach Norwegen, genau, mit meiner Familie. Mit meiner Frau Nathalie, Kevin, mein Elster und Julian. Und dann habe ich Marit Breivik, das war die norwegische für die Frauen-Nationalmannschaft, habe ich sie getroffen und sie hat mich empfohlen für Robert Hedin, dass er mich nimmt für die norwegische Nationalmannschaft. Und dann bin ich Januar 2012 da rein. 2 Jahre da mit Robert Hedin und dann 2014 hat Christian Berger übernommen. Und dann ging es aufwärts mit der Nationalmannschaft ab 2016, glaube ich. Ja, ja, 16 haben wir Semifinale erste Mal, Halbfinale erste Mal erreicht. Im Januar stehen ja die EM an in Deutschland. Wie bereitet sich so eine Nationalmannschaft auf so eine EM vor? Wie macht ihr das im Krafttraining technisch? Also jetzt kann ich nur sprechen. Ich habe aufgehört letztes Jahr bei der Nationalmannschaft. So, ich bin nicht länger dabei. Aber zu meiner Seite habe ich die Spieler so einen Monat vor Meisterschaft Kontakt aufgenommen und gefragt, was machst du jetzt, wie viel machst du jetzt, wie sieht deine Woche aus? Und dann haben wir zusammen versucht, einen Plan zu stellen, dass wir zusammen auf das Ziel erreichen, dass die gut in Form kommen im Januar. Es ist schwierig bei den Jungs, die Bundesliga spielen, aber die haben volles Programm bis zum 27. meistens, 26. 27. Und wir haben uns immer am 2. Januar getroffen. Ja. So, das war ab 2. Januar, dann habe ich übernommen und dann haben wir auch individualisiert. Also ein paar machen ein bisschen mehr davon und davon, das war immer so unterschiedlich. Aber habt ihr großen Wert auf Krafttraining gelegt? Habt ihr viel Krafttraining gemacht oder habt ihr nur einmal die Woche oder zweimal die Woche? Während der Meisterschaft? Nee, in der Vorbereitung von der EM oder WM. Ja, die Vorbereitung, jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag habt ihr Krafttraining gemacht? Also Handball, Kraft, immer abwechselnd. Und dann habt ihr schweres Krafttraining gemacht? Also mit, oder ja, jeder bis, so? Ja, also bis zu 80-85% von One Repetition Max, also Maximum. So 80% von wenn du 100 Kilo einmal drückst, dann habe ich schon auf 80-85 Kilo, haben wir auf 80-85 Kilo trainiert. Also immer so 80-85% vom Maximum. Kannst du dich erinnern, wie wir haben damals bei der WM 2007 in Deutschland, ich glaube, wir haben gar kein Krafttraining gemacht, oder? Also wirklich wenig, ja. Richtig wenig Krafttraining gemacht. Wir haben viel auf spielerisch gelegt, dass wir eingespielt sind, aber wir haben krafttechnisch uns da, ja. Ja, wenn du die Mannschaft siehst, nicht mal als Beispiel, Mimi Kraus war da vielleicht eine Ausnahme, der schon viel auf Kraft gelegt hat, aber ich sag mal, ein Holger Glandorf, Christian Schwarzer, das waren ja alles jetzt keine Spieler, die Pascal Hens, die durch ihre Körperkraft entsprechend profitiert haben, sondern durch eine spielerische Fähigkeit. Das wäre auch meine Frage gewesen, inwieweit du das für wichtig erachtest, dass es als Grundlage als Handballspieler ein gezieltes Krafttraining eingebaut werden muss. Weil ich sage mal, das handballerische Talent bekommt man mit und Krafttraining ist halt einfach eine Form von Arbeit, um sich körperlich zu entwickeln. Inwieweit siehst du Krafttraining auf der einen Seite für junge Leute als Entwicklung wichtig und notwendig und dann auch später, um das Leistungspotenzial zu halten? Ja, wir machen schon ab, wenn die Jüngsten bei uns, die sind Jahrgangs
06, 07 jetzt, weil er schon mal die Jüngsten. Und da haben wir gezielt eigene Krafttrainer für die Jüngsten. So, wenn die kommen zu Lehrgang, dann haben die immer zwei bis drei Einheiten, auch vom Krafttraining. Da werden die geschult, ab 15, 16 sind die schon gut geschult. Und dann haben wir auch Tests mit denen, also Kniebeugen, Bankdrücken, Umsetzen, wir testen die immer. Und wenn die so wenig machen in irgendeine Übung oder wir finden, da musst du mehr drauflegen, dann kriegen die Aufgaben. Du musst mehr machen. Du musst zum Beispiel, wenn er 80 Kilo wiegt, soll er schon 150 Kilo, 160 Kilo in Kniebeugen machen. Bitte? Okay. Ja, das ist, aber die Norweger, die müssen das machen. Die Skandinavier, die haben nicht die handballerische Fähigkeiten. Also, okay, es gibt Ausnahmen. Aber wir sind keine Ballnation, also wie Balkan zum Beispiel. Mhm. Die vielleicht solltet ihr euch Ski unter die. Ja, wir sind kein. Vielleicht seid ihr dann besser. Fußballerisch, okay, die Frauenhandballer, die spielen Finale heute gegen Frankreich. Die Frauen sind schon seit Jahren richtig gut. Aber die Männer, wir haben noch nie richtig. Wir haben noch nichts gewonnen bis jetzt. Wir sind zweimal Vizemeister und einmal Dritter bei der Europameisterschaften. Das sind unsere Erfolge. Und wir müssen schon gut sein auf eine Art. Also wir müssen richtig kraftvoll sein. Und das ist unsere Stärke und darauf müssen wir weiterbauen. Und dann, klar, wir müssen auch besser mit Ball werden. Und wir haben schon eins, zum Beispiel Sander Sargussen, der ist ein Magiker mit dem Ball, aber so, es gibt nicht so viele Sander Sargussen in Norwegen. Sein Bruder ist der nächste Sargussen. Der ist 16 Jahre alt, richtig, richtig talentierter. Sieht aus wie der Bruder, spielt wie der Bruder und ist 16 Jahre alt. So, der wird vielleicht der nächste richtig gute. Und wir haben schon viele Talente. Und der Sohn von Christian Berg ist auch ein richtig guter Halbrechter. Und die kommen. Da kommen wirklich auch gute Jungs jetzt. Aber im Kraftbereich müssen wir schon, da wollen wir den Vorsprung behalten ein bisschen, dass wir richtig gut sind in diesem Bereich. Ja, weil es gibt ja unterschiedliche Ansichten. Es gibt manche, die sagen, dass im Fokus oder im Vordergrund stehen sollte, wie du es gesagt hast, Ball, ne, viel mit dem Ball spielen, um viel Erfahrung mit dem Ball zu sammeln und eher weniger mit der Kraft zu arbeiten, um halt, was weiß ich nicht, irgendwelche Verkürzungen in den Vordergrund zu bringen. Und einige, die sagen, dass Krafttraining einfach die Grundlage ist, um sich zu entwickeln. Welche, kann man da eine pauschale Aussage tätigen? Wie ist da deine Sichtweise? Ich glaube, es sind ein bisschen unterschiedlich, wegen wir sind alle unterschiedlich gebaut. Also wenn ich einen Junge kriege, der 15, 16, gucke ich, wie ist er gebaut? Hat er Plus Oberlänge, hat er Minus Unterlänge, hat er langen Rücken, hat er einen kurzen Rücken, ist er so schwer, ist er so leicht, hat er breite Hüften, hat er schmale Schultern? Man muss schon gucken, wie er gebaut ist und dann mache ich den Plan daraus, wie er gebaut ist. Aber man muss schon sagen, dass der Ball muss im Vordergrund stehen. Also handballerisch müssen wir, das ist Nummer eins, das ist das Wichtigste, dass wir viel mit Ball spielen. Und dann muss man gucken, dass man genügend macht mit Krafttraining, dass er schafft, mit Ball zu spielen, auf diese Art und Weise, was der Trainer möchte von denen, zum Beispiel, was Christian Berge oder Stian Gumo möchte mit Kolstad. Und so denken wir, das ist das Beste. Also es gibt kein Sagen, so ist richtig, so ist falsch. Ich finde, das muss man gucken, wie derjenige gebaut ist. Und es gibt richtig gute Handballer. Ihr seid 2007, du sagst es, Weltmeister geworden mit wenig Krafttraining oder gar kein Krafttraining. So, es gibt nicht zu sagen, kann man nicht sagen, dass man muss das machen. Man muss gucken, was am besten ist für diejenige, für die einzelnen Spieler. Vielleicht, wenn Christian kommt, zum Beispiel Christian, der hat profitiert vom Krafttraining. Der ist gebaut wie eine, du warst eine Maschine. Ich weiß nicht, wie du jetzt bist, aber
Du warst auf jeden Fall 2010, 2011 war der richtig, richtig gut. Da hat er 95 Kilo, 96 Kilo gewogen. Danke. Ja, du hattest. Da, du das war schon die geschönte Variante. Wo ich kam, warst du 105 oder so. Das da habe ich auch noch richtiges Krafttraining gemacht. Nicht? Ja, da warst du hüftlästig. Lästig oder lastig? Lastig heißt das. Genau. Dann hat man versucht, sie optimalisieren. Was braucht er zum Beispiel? Er ist so kraftvoll und explosiv, das muss man ausnutzen. Aber er kann nicht 10 Kilo Fett mit sich tragen. Das geht nicht. Sprungkraft haben wir aber nicht trainiert, oder? Ich habe gesagt, das bringt nichts mehr. Nein, du konntest über eine Briefmarke springen. Das hat gereicht. Das reicht zum nicht hinfallen. Das reicht, du. Aber guckst du dir auch die Position an, wo die Spieler spielen, oder ist das unwichtig? Also klar. Sagst du, okay, ja? Ja. Ein Kreisläufer hat andere Bedürfnisse als ein Außen. Ja. Zum Beispiel würde ich nie, also ich meine, ich mache zum Beispiel nie normale Kniebeugen beim Außen. Dann werden die, wie sagst du, Gesäß wird schon groß. Und Gesäß, dicken Arsch kriegen sie. Dicken Arsch, ja. Und wenn die da einen dicken Arsch haben, dann springen die weniger, finde ich. Das ist meine Meinung. Okay. Ja. Und daher möchte ich zum Beispiel, ich mache Kniebeugen, aber da mache ich nur Frontkniebeugen, um mehr Belastung für den Quadriceps, also vorne am Oberschenkel, und weniger am Gesäß. Oder Hackenschmidt-Maschine zum Beispiel, super Übung für die Außen. Hackenschmidt, war ein Deutscher, Georg Hackenschmidt. Er hat diese Übung erfunden, 1895 oder so. Der war richtig, okay. Wenn du ihn googelst, da guckst du die Oberschenkel von Georg Hackenschmidt, dann weißt du, warum er diese Übung erfunden hat. Warum er den Namen gekriegt hat für die Übung. Er hat die Übung. Warum er den Namen gekriegt hat, genau, für die Übung. Genau. Georg Hackenschmidt. Aber kannst du jetzt sagen, okay, die 5 Übungen muss jeder Handballer eigentlich immer machen? The Big Five quasi. Nicht in Afrika die Tiere, Fritze, sondern genau. Krafttraining. Also ich mag umsetzen. Das kennt ihr beide. Ja. Aber hast du noch, also sagst du, okay, wenn du jetzt anfängst mit Krafttraining als Jugendlicher, dann wäre es gut, wenn du diese Übung machen würdest. Genau. Umsetzen, Bankdrücken oder entweder mit Kurzhanteln oder mit Langhanteln. Klimmzüge. Rudern oder Seal Row, vorgebeugtes Rudern, um die Muskeldichte hinten am Rücken, die Rückseite Schulter und die langen Rückenstrecker. Kniebeugen, entweder normale Kniebeugen oder Frontkniebeugen oder Hackenschmidt-Kniebeugen. Oder wir haben eine Maschine jetzt in Kolstad gekauft, die nennt sich Belt Squat. Belt Squat ist, wo du die Belastung versetzt von oben her auf den Schultern. Und das ist so ein Gürtel, was du um die Taille legst. Und du hast die Belastung direkt von vorne. Mit Sektion, genau. Und das geht nach vorne. Und die Belastung ist nicht auf deinen Rücken, sondern direkt auf deine Beine. Was habe ich da? Kreuzheben hast du vergessen. Bitte? Kreuzheben. Ich mag kein Kreuzheben so viel. Das ist nicht mein dein rumänisches Kreuzheben für die Rückseite Oberschenkel. Das ist eine gute Übung für Hamstrings, also Rückseite Oberschenkel. Und Frontkniebeugen magst du auch sehr, habe ich gehört. Ja, das war, ach, du kommst darauf jetzt, ja. Willst du die Geschichte erzählen? Nein, die möchte ich nicht erzählen. Ich versuche nicht zu vergessen. Du, lass mal. Weil du die ganze Zeit von Frontkniebeugen, was willst du denn mir vielleicht eine neue Geschichte darüber erzählen? Nein. Es ist eine schöne Übung, man kann es so übertreiben, habe ich persönlich gemacht einmal und das vergisst Christian nie und das vergesse ich auch nie. Das vergisst das ganze Mare nicht. Genau. Also es gibt
im Internet oder bei Instagram gerade so ein Trend, da sind Amateurhandballer, die meinen, sie müssen jetzt den Handball oder das Krafttraining neu erfinden. Vielleicht kannst du mal sagen, was zum Beispiel wichtig ist für eine Wurfkraft. Also dass du sagst, okay, Wurfkraft ist, wie trainiert man das am besten? Kannst du da ein paar Sachen sagen? Ja, mit Ball. Dass du, also nicht, wenn du nicht werfen, maximal Kraft, nichts. Wenn du will möchtest, dann musst du werfen. Also mit Ball. Man kann sagen, es gibt Übungen, die eine Kraftübertragung oder du beiträgst, dass du mehr Kraft bekommst in deinen Wurf, aber man kann nicht sagen, gezielt die und die Übung. Man muss Technik üben, es ist viel Technik beim Handball und da muss man Handgelenk, Schulter, Ellenbogen, alles muss stimmen und dann kriegt man ein gutes Wurf, aber gezielt zu sagen, die und die Übung ist schwer zu sagen. Überzüge mit Langhantel, Überzüge mit Kunsthantel ist eine gute Übung. Pullover auch genannt. Pullover, genau. Das haben wir immer gemacht, das mache ich auch immer jetzt. Habe ich auch zu THW-Seiten gemacht, viel mit euch. Aber gezielt zu sagen, die und die Übung, das ist schwer. Wichtig ist, dass man viel mit Ball macht. Dass man also ich kann jetzt mal sagen, ich habe letztens ein Spiel gesehen, THW Kiel, ich glaube das war 2002, 2003. Nee, das war früher noch sogar, 2001. THW Kiel gegen Nordhorn. Da war ein Spieler von Nordhorn, also der hat aus dem Stand alles kaputt gehauen. Frode Hagen damals. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Aber der hatte so einen schweren Ball, hat immer gegen die Wand geworfen. So. Jetzt komme ich dazu. Frode Hagen hat unterschiedlich schwere Bälle gehabt und hat die nach dem Training 100 Mal gegen die Wand geworfen. Für einen starken Wurf. Und ich glaube auch, das hat ihn, oder das ist, was auch wichtig ist, gezieltes Krafttraining oder gezieltes Wurftraining mit unterschiedlichen schweren Bällen. Das bringt das nämlich. Nicht hier, du musst maximal Bankdrücken machen oder du musst anfangen, mit leichten Bällen erstmal die Grundübung reinkriegen, dass du weißt, okay, so musst du werfen. Da nimmst du einen Tennisball, da nimmst du einen Handball. Und verschiedene Wurfvarianten damit machen und dann fängst du an mit den schweren Bällen und nach dem Training jedes Mal die schweren Bälle und das bringt die Wurfkraft und nicht hier im Fitnessstudio musst du 150 Kilo Bankdrücken machen. Da stimme ich zu. Ja, und Frode Hagen war das beste Beispiel, also da habe ich ein Spiel gesehen, also da hat er den THW, ich weiß nicht, wer da am Tor stand, ob Henning oder Matthias, aber gucken wir uns später nochmal an, das Spiel. Brutal, wie er da. Also da waren die Norweger doch auch wieder einen Schritt voraus, den Deutschen. Ja, das sind die 800-Gramm-Bälle, was er benutzt hat. Nee, er hat noch nicht so ein bisschen kleinere Bälle genommen und hat sie dann eingetaped, dass er sich halt auch mit Harz werfen konnte. Und dann hat er da 100 Würfe gemacht, unterschiedliche Abstände. Und dann hat er auch, glaube ich, in Russland die Halle, hat er die Holzbretter kaputt gehauen damit. Genau. Ich glaube, Börge Lund hat das auch ein bisschen gemacht. Ja, Börge Lund hat auch angefangen, die Black Roll. Ich glaube, der war der Erste. Der hat ja zwei Tennisbälle zusammengeklebt und hat dann Black Roll für seine Waden gemacht. Ja, genau. Also wenn er die Idee gehabt hätte und hätte sie gleich patentieren lassen und umsetzen, dann wäre er jetzt Millionär. Ja, genau. Frode, sage ich. Ole, du warst selber Bodybuilder. Ja. Wer war dein Vorbild damals? Du. Nein, da kannten wir uns nicht. Quatsch. Ich hatte keine. Also man kann, muss mich immer. Arnold Schwarzenegger war schon. Wer mag Arnold nicht? Ja. Arnold ist Number Uno. Der hat Succes überall, ob das Bodybuilding war oder Filmschauspieler oder Politiker oder. Der hat als alles gebracht, was er angefasst hat. Er war Nummer eins. Also ich glaube, der Arnold Schwarzenegger hängt in jedem Fitnessstudio. Ja, der hängt überall, immer noch. Er ist eine Ikone. Er hat das Stubenrein gemacht. Er hat die Bodybuilding so zu den Menschen rausgebracht. Früher war es nur so ein kleiner
Subkultur in Amerika. Und durch Arnold ist es bekannt geworden. Durch seinen Film? Pumping Iron, genau. Pumping Iron. Den haben wir beide zusammen geguckt. Und was war dein Lieblingszitat davon? Keine Ahnung. Was war das? The Wolf? Ja, The Wolf on the Hill is not as hungry as the wolf climbing the hill. Richtig. Genau. Ja, Ole. Das war mein Leitsatz hier. Genau. Sehr ja. gut. Sehr gut. Ole, was mich noch interessieren würde, du hast ja vorhin mal ein paar Zahlen genannt, was so einige Handballer gedrückt haben. Ich sage jetzt mal Kniebeuge, Bankdrücken. Wer war da so das absolute Highlight und mit welchem Gewicht? Also man muss kommt nicht an Milutin Dragicevic vorbei. Das war schon eine Maschine. Ich glaube, der hat einmal Speerwerfen gemacht, doch 60 Meter lang da. Hat nur ein Speer und ohne Anlauf hat er nur das Ding 60 Meter geworfen. Also Milutin konnte, der war unglaublich stark. Also der war ein Lamm, aber eine Maschine. Ja. Wie haben wir ihn genannt? Wie war sein Spitzname? Chile. Chile hat ihn, Momir hat ihn Chile genannt. Ja, der war richtig. Aber vom Kraft her, außer Milutin, alle THW-Spieler hatten ihre, also Christian war schon, also Bankdrücken, da warst du, da konnte keiner mithalten. Vielleicht Kim Andersson. Kim Andersen, als er verletzt war, als ihr da genau. 3 Monate trainiert hat, da hat er, glaube ich, 135 Kilo einfach so zum Warmmachen gedrückt. Genau. Wie viel hast du gedrückt? Ich habe keine Ahnung. Also Kim Andersen hat 160 Kilo gedrückt, weiß ich. Und ja. Christian, du hast 150 gedrückt, aber du konntest in Schrägbankdrücken hast du 120, 6 oder 7 Mal gemacht. Das war schon mächtig. Und Schultern, weißt du noch die Übung, was wir erfunden haben in dieser ja. Beinpresse? Ja. Wo du standst schräg in die Beinpresse und haben. Wo wir simuliert haben, wie wir die Kreisläufer wegschieben. Genau, so war das. Und da also du warst schon einer von den Stärksten, das muss man schon sagen. Aber die waren alle. Markus Alm war richtig gut. Er war. Momi Ilic hatte gute Beine, starke Beine. Naja, ich kann mit welchem, nicht. Mit welchen Gewichten haben die so? Also, die haben nicht so schwer, wir haben nicht so schwer trainiert, okay. Aber wir haben die Übungen immer weiter gemacht, so regelmäßig, 2-mal die Woche. Und daher lagen wir bei 70%, vielleicht 75% vom Maximum. So, wir hatten nie diese super schweren Gewichten. Das hatten wir nicht. Aber jeder Spieler hatte seine Lieblingsübungen. Zum Beispiel Christian Sprenger, der hat einen guten Rücken. Er hat immer gesagt, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ich weiß noch, als Kim Andersen verletzt war, als du mit ihm trainiert hast, da war er eine Maschine, der deine Brustmuskulatur gehabt. Das war unglaublich. Dann hat Ole einen Anschiss gekriegt von Alfred. Ja. Meine Fresse, hat er gesagt. Jetzt soll er auch mal wieder Handball spielen. Da kann ich immer nur Krafttraining machen. Er war 119 Kilo und hat 160 Kilo im Bankdrücken gemacht. Aber das hat auch zu mir gesagt, einmal, wir sollten Supercup spielen gegen Rhein-Neckar-Löwen. Sollten wir nach München. Und Tag vor Abreise war Abschlusstraining und Christian hat geworfen wie ein Verrückter, aber nicht so aufs Tor, sondern übers Tor, die ganze Zeit. Ich glaube, 8 oder 9 Bälle hat er verworfen. Und plötzlich dreht Alfred sich rum und guckt mich an und sagt, du mit deiner Bodybuilding-Scheiße her. Und dann dreht Christian sich um und sagt, ruhig, Ole, Ole, ruhig, morgen sieht es anders aus. Und dann, einen Tag danach, kam ich so München und du hast 8 von 8 Toren, 8 Mal geworfen, 8 Tore gemacht gegen Rhein-Neckar-Löwen. Und dann hast du zu Alfred gesagt, du sollst nicht in die Hand beißen, die dich fütterst. Ja.
Das war die Sprüche von ihm. Das hat keiner sich getraut, außer Christian hat sich getraut, das zu sagen. Klar. Aber der Alfred hat einen guten Humor, der hat immer gelacht. Dann. Ja, also der Humor war immer gut. Also ich glaube, Marco Wohin hat auch immer sein Fett weggekriegt von Alfred. Deswegen. Das war schon ein guter Humor. Und jetzt habe ich noch einen Satz, den du gesagt hast. Was? Ich fange ihn an, den Satz, und du musst ihn beenden. Ja. Was bringt ein 700 PS Motor? Was war das? Naja, wir hatten es davon, dass das nichts bringt, wenn man nur 700 PS also aufs Tor werfen kann, wenn die Bremse versagt. Ne? Ja, stimmt. Das war's, genau. Ja. Aber wir hatten viele Sprüche. Ich habe die... wir hatten so viele Sprüche, dass ich weiß noch, ich mag nicht, wenn die Leute die Gewichte fallen lassen. Zum Beispiel, wenn du trainierst und hier viel Lärm machst. Mhm. Also du sollst leisten, du sollst die Gewichte mit Respekt behandeln. Also du sollst die absetzen, ruhig absetzen und nicht runterwerfen oder so. Das ist wie italienische Motorräder. Es ist viel Lärm um nichts. So, man soll ein bisschen mit umgehen, mit Respekt, mit den Gewichten. Und das, wir haben auch gesagt, zum Beispiel, die Muskeln haben keine Emotion. Ja. Die können nicht weinen oder die fühlen keine, die wissen zum Beispiel, wenn wir verloren haben, habe ich so den Jungs, was ist los? Die Muskeln, die wissen nicht, dass wir gestern verloren haben. Hm. Die müssen einfach weitermachen und weiter trainieren. Und so, ja, okay, damals haben wir wenig verloren beim THW, also das war sehr spannend. Aber bei Ole war es auch immer ganz wichtig, dass man das Gewicht zieht, dass andere das Gewicht zieht, sehen, dass man drückt. Ne? Du musst immer die Scheiben so... Genau. Immer die Scheiben mit so ein bisschen Bumm dran machen, dass die Leute gucken, oh yeah. Es gibt schon so einen richtigen Sound, ne? Wenn ein gewisses Gewicht drauf liegt, dann hört man das. Ne? Genau. Und je größer und die Platten sind, je mehr Bumm. Und zwar auch ganz wichtig, dass nicht zwei Fünfer und ein Zehner drauf waren auf der anderen Seite, sondern Ordnung muss sein. Ne? Ordnung muss sein. Das, ja. Deutsche Ordnung. Deutsche Ordnung. Henning, ich sollte dich von Jöran Johannessen grüßen. Vielen Dank. Und er hat gesagt, er hat noch nie so ein gut gebauter 47-Jähriger in der Umkleide gesehen. Ich nehme das mal als Kompliment. Ja. Vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Die haben große Augen gemacht. Du hast dich frei gemacht in der Umkleide von Flensburg. Und dann haben die gedacht, wow. Jöran sagte zum Beispiel, Jöran ist gut gebaut. Ja. Jöran hat ein sehr gutes Physik. Und der meinte zu mir, der war dein Richt, wenn ich so aussehen will, wenn ich 47 bin. Ja, das ist, wenn man anfängt mit Training, mit Krafttraining nach der Karriere. Ne? Dann, genau. Henning hat es gerade andersrum gemacht, er trainiert nach der Karriere. Ja, also Krafttraining, wie gesagt, wir haben viel mit eigenem Körpergewicht in Magdeburg gemacht in den Anfängen, deswegen dieses klassische Langhanteltraining kam mit Alfred Ende der 90er, aber ich bin nicht annähernd an diese Gewichte gekommen, von denen ihr jetzt gerade gesprochen habt. Ja. Nein, das ist, aber du warst trotzdem Welthandballer. Ja. Auch ohne Krafttraining. So, wärst du mit weiß, was sie zweimal wäre. Geworden. Es viele Wege führen nach Rom. Richtig. Stimmt. Ja. Deswegen. Ja. So, ihr habt jetzt das letzte, wann habt ihr das letzte Spiel mit Kolstad? Am Mittwoch gegen Fjellhammer. Und dann trifft sich gleich die Nationalmannschaft, oder wie ist das? Die treffen sich am 2. Januar. Und dazwischen ist kein Lehrgang, hat jeder frei? Dann hat jeder frei, aber die kriegen ein Programm mit und sollen dann Eigentraining machen von 21. bis 2. Januar. Nur Krafttraining oder auch Laufen? Laufen, Intervalle, kurze Intervalle, 30, 15, 30 Sekunden Laufen, Zone 4 von 5, 15 Sekunden Pause. Mal X. Mal so, X. So viele, also bis 15 Mal. 15 bis 20 okay. Mal.
abhängig von, ja. Ich glaube, Deutschland hat es dieses Jahr auch ein bisschen leichter. Die haben, glaube ich, am 23. letzten Spieltag und haben dann, also nicht wie früher am 26., sondern ich glaube, die treffen sich auch früher. Die haben jetzt am 4. und am 6. das erste Länderspiel. Mhm. Okay. Freundschaftsspiel gegen Polen. Nee, gegen Portugal. Gegen Portugal war das. Also ich glaube, die Deutschen werden jetzt auch ein bisschen ausgeruhter zur EM fahren. Ja, das ist gut. Aber die Deutschen haben Heimvorteil und es ist eine spannende junge Mannschaft, was Deutschland auch bringt jetzt. Und wie siehst du Deutschland und Norwegen wo im Januar, wo werden sie landen? Also Top 8 werden die bestimmt beide sein. Aber du weißt doch, das ist ein bisschen her, ein bisschen Glück und ein bisschen, dann plötzlich bist du im Halbfinale, wenn du, ja. Hm. So, beide können ganz nach vorne, aber beide können auch Achter werden oder beide können auch ins Halbfinale erreichen. So, Norwegen, wir haben immer zwischen 2 und 8 waren wir immer die letzten 6, 7 Meisterschaften. So, ein bisschen Glück muss man haben und vor allen Dingen, die Jungs müssen verletzungsfrei reinkommen und das ganze Turnier überstehen, richtig. So, das hatten wir immer ein bisschen Pech mit den Norwegern, dass die ein paar von denen sind ausgefallen. Letztes Jahr war es Rö und Sander war einmal nicht ganz gut und aber dieses Jahr, glaube ich, werden die Norweger haben eine gute Mannschaft und kommen, glaube ich, alle ganz gut rein in die Meisterschaft. Fit sind sie alle jetzt. Sehr gut. Okay, super. Vielen Dank, Ole. Jo, ich danke auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Ich habe ja immer noch die Einladung zum nach Norwegen zum Lachsfischen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt in Trøndelag, da ist viel Lachs. Dieses Fluss hier, Gaula, fließt am Fenster vorbei. Oder habt ihr nur Trockenfisch? Ja, das esse ich immer noch. Magst du das immer noch, ja? Du hast das gegessen damals. Ich habe das gegessen, das war sehr lecker, aber ja, das war eine gute Proteinquelle. 80 Gramm Eiweiß pro 100. Ja. Super. Aber ich mache jetzt die Markus Rühl Diät. Thunfisch zum Frühstück. Im Shaker. Im Shaker, ja. nur die Harten kommen ins Garten. Nur die Harten, ja. Es muss nicht schmecken, es muss nur wirken. Genau, so ist das. Ja. Das ist meine Devise. Richtig. Gut. Vielen Dank, Ole. Ja, dass ich danke euch. Vielen Dank, alles Gute, viel Gesundheit und dann freue ich mich, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. Gute Zeit dir. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.